Nee, ist alles gut, wirklich. Das wird immer. Wie geht's deiner in Dame? Klarer. Was das? Die Entspannung. Die, ja, die einfachen Sachen. Die ein, das geht darum, wie es Stefan, du warst jetzt. Du hast jetzt immer wieder Freude. Im Jetzt. Aber den Leserkosmos da. Tun wir mal so, als ob du nicht bestimmen könntest. Du kannst das alles mit denen da drauf auf im Kleinen. Du erwartest noch viel zu viel von Gedanken von dir. Das ist wie bei uns im Chat. Das ist, da kannst du mir den Kopf schütteln. Die sind unverbesserlich. Es wiederholen sich immer dieselben Strukturen. Immer. Es wird die Wiederholung, Max, aber du Geist, wenn du mit Ninja vorangehst. Du wirst ja wohl nicht glauben, dass es uns alle gibt, wenn du uns nicht aufhörst. Das bleibt an dir hinten. Das kannst du den Namen Sinn austauschen. Weißt du, das ist so wurscht. Ich habe dann so ein bisschen mehr, ob ich jetzt dann so, ich mache jetzt Uwe und jetzt halte ich im Mund. Jetzt sage ich nichts mehr. Dann schreibt einer was, dann nur mal Ugo. Aber jetzt sage ich nichts mehr. Dann schreibt einer nur mal Ugo. Jetzt steht statt Uru drüber. Jetzt bin ich aber ruhig. Jetzt sage ich aber nichts mehr. Jetzt sage ich aber nichts. Es wiederholt sich immer dieselbe Scheiße. Weil du erwartest, dass das Problem dich nicht an dem, was du dir ausdenkst, sondern warum passiert es? Weil du immer noch mal meinst, dass da außen irgendwelche sind, die was reinschreiben, wenn du da Normen ziehst? Ja. Das ist hartnäckig ohne Ende. Egal, was ist, weil man innerlich ein ganz der Zweite eine panische Angst hat, das vor dem Alleinsein. Das ist wirklich begreifen. Ich sage, wenn du wirklich begriffen hast, was ein träumender Geist ist, dann erwartest du nichts von irgendeiner kurzzeitig auftauchenden Erscheinung. Und du hast da keine Angst, wenn die sich auflöst. Weil das ist ja nur wieder ein Einswerdungsprozess. Alles, was du nicht denkst, mit dem bist du eins. Das schöne Beispiel mit der roten Rose. Wie oft habe ich das erzählt? Du bist alles, du bist immer alles, Ingwer. Bis auf das, was du jetzt anschaust oder was als Information vorliegt. Aber die ist immer nur ein Momento. Alles andere bist du. Und das bist du nicht, weil du dir das ausdenkst. Und du bist es trotzdem, weil alles, was du dir ausdenkst, ist wie ein Bild auf dem Bildschirm, das ja aus der DVD gar nicht rausgenommen wird. Diese Beschreibung beschreibt auf den Punkt, wie Mensch, was du dir auch immer bei dem Wort Mensch denkst, wie das funktioniert. Jetzt musst du bloß schauen, inwieweit ist das wirklich der Geist, der du bist, der mich jetzt sprechen hat, inwieweit ist das wirklich verstanden, nicht nur logisch. Ich sag, solange es nur begriffen ist, was du immer und immer wieder rumhampeln und rumstrampeln in dem großen Spiel des Traums. Mit diesen riesen Rechthabern und die sind so viel Arroganz in den Menschen, so viel Hass, so viel unglaublich. Das wird immer klarer. Und umso mehr eine meinen zu wissen, was Liebe sind, umso mehr Feindbilder haben sie und kriegen es gar nicht mit. Das ist das Leben. Ja. Und wenn es dann bewusst wird, wie unbewusst man noch ist. Und die Hirn jetzt so ein bisschen leuchtet wie die rote Lampe, die da nicht leuchten kann. Ne? Nicht zu. Das ist nur Arroganz. Und erwarte ich nichts von irgendwelchen Gedanken von mir. Die gehen mir am Arsch vorbei, sag ich. Wirklich alle. Und dann doch wieder nicht, weil das wäre schon wieder eine Kategorie 2 Frage. Habe ich ein schönes Beispiel, was wir machen wollen. Wir haben zwar keinen Beamer nicht, aber das ist jetzt, da habe ich jetzt ein bisschen, lasst euch überraschen. Wenn es vom Wetter passt oder was, dann... Für heute noch oder erst? Nein. Morgen oder übermorgen. Besser morgen. Ich lese das vor, da hatte ich nämlich einen Fall. Du bist bloß noch morgen da, dann muss man das sagen, dann machen wir das schon. Wenn das das zweite Mal anders ist, eh besser. Ja, das ist die Schwierigkeit, weil wir bloß wieder so fiegenstallmäßig machen. Ne? Wir haben keinen Beamer. Aber das ist jetzt eine Stelle, weil mich da eine anschreibt. Mit einem Bekannten, ich will jetzt aber die Geschichte nicht von vornherein erzählen, und dann war das, weil ich das so prägnant war, dass ich, was ich normal auf solche Sachen gar nicht reagiere, dass ich dort dann einen Antwortbrief geschrieben habe und den würde ich gerne dann vorlesen. Man hat natürlich, wenn wir keinen Beamer haben, das ist eine Hälfte, das normal schreiben, weil die einen Freund hat und das ist der einzige, wo ich am Herzen liegt, wo sie gerne mit Holofeeling beschäftigen würde, und der ist sehr intellektuell studiert, der ist recht krank, kann dann auf die Arbeit gehen. Und der saut mich ab bis zum Es geht nicht mehr. Dilettant Batcher, ein Brief, wo sie mir geschickt hat, wo sie ist Gehirn gewaschen, ist eine Sekte und so weiter, die typischen Sätze halt. Und das ist so prägnant, wo ich ihr dann drauf geantwortet habe, weil das gilt für all die Besserwisser, die du dir ausdenkst. Das Problem sind aber nie deine Gedanken. Das Problem ist die Unwissenheit, die Unbewusstheit des Denkers. Solange du dir welche ausdenkst, Denker, der schöne Anfang, gell, Holger, wo du sagst, das flasht dich weg. Das ist zwar in Rot-Blau sehr gespreizt geschrieben, aber es ist immer ein Unterschied, ob du jetzt der Denker bist, der sich was ausdenkt, oder ob du der bist, der sich den Denker ausdenkt.
Ein ausgedachter Denker ist kein Denker. Der ist so, wie du in dir denkst. Ja, aber das steht doch dann immer. Weißt du, diese Hörigkeit an Religion. Und jetzt mach einfach, du bist der Computer. Für dich wird immer das logisch erscheinen, wie du programmiert bist. Und das, was dir logisch erscheint, ist für dich gut. Das heißt, wenn du eine rechte Programmierung hast, ist links politisch total falsch und verkehrt. Da wird man fassungslos. Wie kann man sowas glauben? Ich sag bloß, wir gehen in den Bereich der Sexualität, der normalen menschlichen Sexualität. Wie kann das Spaß machen? Es gibt welche, die gieren danach. Mein altes Beispiel, Stefan, wo ich immer, ich mache nochmal, das habe ich so oft erzählt, ich habe Besuch, habe ich noch in Ellingen gewohnt, von dem Robby Neugebauer, der Bruder, Robby kommt ja auch, der Bruder mit seiner Frau Uli, die sind bei mir in Ellingen und dann sage ich zu ihm, sie sitzt da in der Ecke, ich sage zu ihm, Heinzel, pass mal auf, du stellst dir jetzt einfach mal vor, du liegst da flach auf dem Boden, auf dem Rücken und jetzt kommt eine mit hohen Stiefeln in Leder gekleidete Domina, stellt sich breitbeinig über dich, zieht sich die Muschi auseinander und setzt sich mit der Muschi auf dein Gesicht und macht es so. Und dann sagt plötzlich, ich habe nur mit dem Heinzel gesprochen, sagt die Uli, mein Gott, bist du eklig. Ich schaue die an und sag, Uli, der Heinzel sieht es nicht so, ich weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Bist du gemein. Und da hat jeder seine eigene Welt. Und was für den einen unvorstellbar ist, diese, ich sag mal, das, was man im klassischen Sinne der Sexualität die Perversionen nennt, die sucht sich seine Gedanken, sucht sich keiner der Menschen aus. Nicht ein einziger, die Träume. Jeder hat seine eigenen Fantasien. Verstehst du, die nach außen getragene Spießigkeit zeigt sich in der Regel, umso spießiger er nach außen wirkt, umso mehr sexuelle Komplexe hat er. Ich denke jetzt an meinen Stiefvater, an Heinrich, der Marion, den Vater, war ja ganz ein Lieber. Wenn die Martin erzählt, es war so ein Spieß, aber nachts, wenn die Kinder im Bett waren, hat er die Lederhosenfilme in die 70er Jahre angeschaut. Ja, kenne ich auch. Das ist so verschroben. Sexualität, das ist die größte Symbolik, was es überhaupt gibt, ist die menschliche Sexualität. Mhm. Und wenn ich jetzt dann mir wieder vorstelle, dass welche hier, wie ich immer wieder sage, hier gewickelt werden wollen und wollen, dass man sie trocken legt oder lauter, was, schau mal, wenn du dich mit menschlicher Welt, der Psyche, der Sexualität auseinandersetzt oder was wir in Nürnberg hatten vor einigen Jahren, das ist übrigens kein Witz, was ich sage, da ist einer, den haben sie endlich dann gefunden, der hat in Nürnberg am Friedhof, hat er frisch Leichen ausgegraben und hat sich an den Leichen, an den Omas vergangen, an den 70, 80-Jährigen, die hier gestorben sind und einbuddelt wurden, hat er ausbuddelt und hat sich an denen vergangen, den haben sie, das ist kein Witz. Er hat dann übrigens vor Gericht, wie er dann angeklagt war, pass auf, hat er gesagt, ich weiß gar nicht, was sie wollen, die hat sich nicht gewehrt. Im Ein, er wollte durchgehen auf Einverständnis. Der Name steht auch dran. Grabzettel auf Einverständnis. Und das ist so unvorstellbar. Aber kann der sich das raussuchen, dass du ihn so ausdenkst? Was du natürlich nur magst. Dass du ihn so aus. Es gibt ein verbindendes Parameter, das ist der sich's ausdenkt. Du hast eine komplett eigenständige Welt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und mach bitte nicht den Fehler, was ich jetzt immer wieder sage, mach nicht den Fehler, dass das, was du die perfekte Beschreibung hast, das ist die Beschreibung. Das ist die Beschreibung hier von dem Videospiel. Geht ja auch meinetwegen. Dass jeder, mein Holger-Andrea-Beispiel, hat er mit den Holger, des Namens sind austauschbar, dass du jetzt den Udo, den du dir ausdenkst in deiner Welt, der von dir erschaffen wird, der so ist, wie du in dir ausdenkst, was auch immer jetzt die Ursache ist, dass du den Udo so ausdenkst. Wo ich immer jetzt, mein Beispiel, darum wiederhole ich immer dieselben Beispiele, ich könnte das variieren, aber dass das irgendwann einmal sich setzt, wenn wir uns Weißenburg, wir waren alle in Weißenburg, da immer so, wenn jetzt die Karin oder du an den Weißenburg-Vortrag denkst, Wippertsal, dann denkst du an einen ganz anderen Udo wie dieser Jan Stefan, der den Zeitungsbericht geschrieben hat. Und da kann ich jetzt sagen, von unserer Sicht aus ist der vorhin bis vorne eine Lüge. Das geht schon los, wo er sagt, hier haben sich 50 Mann eingetroffen. Und das Interessante ist jetzt normal in der Welt ausgedacht, in dem Konstruktprogramm, in seinem Büro ist unmittelbar 30 Meter über der Straße, ist nämlich die Zeitung. Da hätte er eigentlich schon sehen sollen, dass da wesentlich mehr wie 50 vor der Tür stehen in den Pausen. Und das ist, dass der bildet sich ein, der ist Gott und all den ganzen Scheiß. Und das ist das Thema, wiederholt sich da übrigens bei der Petra bei dem Brief auch mit ihrem Freund. Das ist eine Sekte und all das Zeug und dass ich ja Dilettant bin und nur das Geschwätz und sie sind an der Filterblase und wie maßt sich der Elektriker an hier, dass hier
Tausenden, aber Tausende von Wissenschaftlern und Theologen seit Ewigkeiten sich in den Kopf zerbrechen über die Weise des Seins, und dann kommt der, der nie eine Universität betreten hat und meint, der wüsste, wie das typischen Ganzen, diese ganzen Floskeln, wo du in einem anerzogenen Wissen, das, was ich sage, die Filterblase, wie man das in der Psychologie nennt, der hat Psychologie studiert, nichts ist trügerischer wie diese anstudierte Psychologie. Das ist etwas, ich bringe immer Beispiele seit 30 Jahren. Ich sage jetzt, wie ich 1980 meinen Laden eröffnet habe, war so ein Leib- und Magenblatt, nicht nur die ganzen Fallzeitschriften, sondern auch Psychologie heute. Und da habe ich sehr schnell mitgekriegt, der hat mich extrem interessiert. Das ist Psychologie heute, gibt es übrigens immer noch, habe ich jetzt festgestellt, ist das amtliche Organ der deutschen Psychologen. Die war damals schon sehr teuer, ist vierteljährlich erschienen, und das ist praktisch eine Zeitung, aber die nur vom Psychologen gelesen wird. Und da habe ich damals schon festgestellt, dass Psychologie eigentlich ja total hat mit einer Wissenschaft nichts zu tun. Das ist, die Zeitung selber ist eine reine Mode. Psychologische Strömungen sind Modeerscheinungen. Und da, wenn du jetzt die für einen Haufen Geld, glaube ich, 10 Mark oder was da ein Heft gekostet hat, wenn ich das durchblätter, ist wie die Bildzeitung, das sagst du mal über die Hälfte Werbung. Das, was dann Artikel sind, sind auch PR-Artikel. Da hat irgendein neuer Psychologieprofessor ein neues Buch rausgebracht, und dann macht ihr ein Artikel, ist eigentlich PR für das Buch, das natürlich auch beworben wird. Und wenn du das magst, das ist nichts anderes wie eine Modezeitung. Was meine ich damit? Pass auf, da ist zum Beispiel ein Trend gewesen, das ist dann, ja, das ist jetzt, habe ich nicht im Kopf, die Phase mal positiv denken. Positiv denken, dann sind Bücher auf dem Markt, kommen psychologische Bücher über positiv denken. Plötzlich kommt was Neues, die Falle des Positivdenkens. Dann nur noch Bücher, die Falle des Positivdenkens. Jetzt rechnen wir lange Recke, jetzt rechnen wir Mini, jetzt rechnen wir Maxi, jetzt rechnen wir Midi. Dann plötzlich NLP, neurolinguistisches Programmieren. Das ist symbolisch. Psychologie ist komplett die Quantenheilung. Und alle, es geht nur um Geld. Die ganze Psychologie ist so dehnbar wie ein Stück Stoff, wo ich hin und her ziehe und hin und her biege. Es ist alles geschwätzt. Nicht anders, wenn wir das Zeitfenster aufmachen, ist die Naturwissenschaft als Ding an sich. Du musst bloß das Zeitfenster weiter öffnen. Und jetzt ist es alles, was Theorien sind, irgendwo und Axiome. Theorien sind Sichtweisen. Nachgemacht. Wir haben eine Relativitätstheorie. Und alles baut, Theorien sind Sichtweisen. Denk an unsere Tasse. Theorien beschreiben nie das Ganze. Darum gibt es auch keine Theorie in deiner Welt, ob das eine religiöse oder eine naturwissenschaftliche Theorie ist, wo es eine andere Theorie gibt, wo es Gegner behauptet. Das ist das ein Beispiel. Und der Riesenstreit. Und da frühst du es ein. Der Riesenstreit um Standpunkte. Ich habe also hier vor 25 Jahren schon gesagt, ich diskutiere nicht mit Menschen. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Ich führe jetzt einen Monolog. Ein Selbstgespräch. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Ich erkläre dir, was das eine ist, das Mono ist. Die Tasse. Mal jetzt sind wir ein ganz einfaches Beispiel. Das heißt, und das, was 100, ein Satz noch, und das, was 100%ig sicher ist, Ingwer. Und ich sage, meine Elementaraussagen sind 100% sicher. Was 100% sicher ist, da kannst du nicht diskutieren. Aber wie kann ich jetzt wissen, ob es 100%ig sicher ist, wenn du es hier und jetzt auf der Stelle sofort überprüfen kannst? Ja. Ne? Und du kannst zum Beispiel überprüfen, dass für dich bloß das existiert, was du jetzt siehst oder denkst oder was du fühlst. Aber das existiert, wie lange existiert es eigentlich? Ja, solange ich es denke. Ich sage aber, das ist jetzt bist du im chronologischen Zeitfenster, wie ich das nenne. Ja. Pass auf, tausendfacher Zeit. Eine Sekunde. 1000 Jahre. Eine Mikrosekunde. Was von den drei Dingen hat länger gedauert? Deine Vorstellung von Zeit und das, was ist, es ist, solange du das denkst. Und das sind dann nur Schleifen. Das ist übrigens auch das täglich Christus Mull mit dir. Ich muss ja in deiner Logik mit dir reden. Es beginnt, wenn du wach wirst, und es endet, wenn du wieder einschläfst. Jetzt haben wir aber schon ein Fenster. Aber alles, was da dazwischen, was du dir jetzt vorstellst, passiert jetzt. Das heißt, das ist nicht, dass sich der Tag wiederholt, sondern im Jetzt, das wiederholt, und zwar mit Lichtgeschwindigkeit, die aber ewig, die Ewigkeit ist. Und das, was ich jetzt hier in Wort von Zeit, von Chronik, meine Seite 100, die wir immer wieder einstatten, täglich grüßt das Moment hier. Du bist zur Zeit, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst. Du bist zur Zeit ein Geist, der ein täglich grüßt das Moment hier doch erlebt, aber du hörst zu denen, die es noch nicht gecheckt haben, dass das passiert. Ja. Weil du immer wieder dasselbe. Du gehst in den Chat rein und du regst dich wieder über irgendwelche Deppen auf. Du wiederholst immer wieder dasselbe. Du erkennst jetzt, und jetzt pass auf, ich bin ein Quadrat.
Auch ich spreche es immer nur an. Die Sache, lernen 1, lernen 2, lernen 3. Dieser kleine Absatz, den habt ihr nicht gecheckt. Lernen 1 ist das Programmieren, das konntest du dir nicht raussuchen. Lernen 2 setzt, dass du studierst und du glaubst, du wüsstest, wie du funktionierst. Lernen 2 ist die allergrößte Falle. In den ich Window-Quadrat sage ich nämlich, jetzt kannst du genau erklären, wieso das so ist. Es würde ich aber nicht daran hindern, dieselbe Scheiße immer wieder. Ich brauche das zum Überleben, ich brauche das und das, ich brauche Sicherheit, wenn dann zu. Dieselbe Scheiße trotzdem zu wiederholen. Wieder, ich nenne das immer wieder besseren Wissens. Ja. Jeder Beobachter, der irgendwas beobachtet, egal auf welche Bewusstseinsstufe wir definieren, ob er ein blaues, kleines Ich ist, eine Person ist, die ja eh nichts denkt, ob er ein Mensch ist, ein Programm ist, das ja sowieso nur Gedanke ist, oder ob es ein rotes Ich ist, das sich selber beobachtet, wie es reagiert. Das sind die ersten drei Stufen, wobei die ersten zwei These, Antithese, noch gar kein Bewusstsein sind. Erster rote. Jeder Beobachter, die Person kann nichts beobachten, das Programm kann nichts beobachten, aber das rote Ich kann beobachten. Wobei das ausgedachte rote Ich immer noch ausgedacht ist. Der mit irgendetwas, was in ihm nicht auftaucht, nicht einverstanden ist, das nicht haben will oder anders haben will, wie es auftaucht, ist ein blindes Arschloch. Und du bist der alte Hase im Selbstgespräch hören und ich garantiere dir, das wird vom ersten Mal hören, bis du es verstanden hast, 15 bis 20 Jahre dauern, dass du kein blindes Arschloch mehr bist. Dass du den Zustand kriegst, dass du siehst, du regst dich wieder über die Deppen in den Chat auf, die da so einen Scheißdreck reinstellen. Und du schmunzelst nur, weil du jetzt verstanden hast, dass das eigentlich so wurscht ist, weil ich denke mir ja die aus, ich habe ja nur Worte. Da hat nie einer was reingestellt. Wenn du träumst, kommt alles, was du träumst, jeder Moment aus der Gnade. Dieses Beispiel, so unendlich simpel. Und jetzt schauen wir irgendwie, wie lange du dich schon mit Holofeeling beschäftigst. Täglich. Wenn du dich mit, und was in deinem normalen Alltag, wenn es nicht um Holofeeling geht, da musst du wach sein. Nicht, wenn ich jetzt der Udo da ist und ich permanent im Jetzt hält. Ja, genau. Theorie und Praxis. Das ist bei mir noch nicht alltagstauglich. Definitiv. Das, und Selbsterkenntnis jetzt, das ist es. In dem Moment, wo du das erkennst, dass alle, die das Ego aufbläsen, jetzt habe ich es verstanden. Unser Andrea-Phänomen. Ich sage, ich sehe in der Ruth Blumen meine Andrea. Und ich, bei meiner Andrea sage ich immer wieder, das ist rein intellektuell vom Studieren wenig. Ich habe diese Schriften und alles so extrem studiert wie die. Aber sie ist halt ein quirliges Etwas. Jetzt wird es langsam besser, aber das sage ich schon seit 5, 6 Jahren. Und dann knallt es mir immer wieder vor. Wieder besseren Wissen. Wir brauchen ja die zwei Seiten. Wir brauchen ja die zwei Seiten. Beim Holger ja nicht anders, da muss nicht lachen. Holger, ich sag mal, Holger. Dann haut er wieder einen raus, dann zieht wieder sein Ego hin. Das ist ja ein guter Ockhut. Ja. Und ich nehme alle Schuld auf mich. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass er so ist, wie ich ihn jetzt ausdenke. Alles ausgedacht ist, weiß ich. Das ist der Schlüssel. Und das Individuelle, ob ich mich jetzt als Ingo oder als Stefan erlebe oder als Ildi oder als mein Traudl erlebe, das sind komplett unterschiedliche Lebensbücher, komplett unterschiedliche Programme. Und in jedem Programm lernst du was. Ihr werdet es noch zigfach von mir hören. Und jetzt mach bitte nicht den Fehler, ja, das Leben ist ja viel wichtiger wie das. Das ist mein Kopfsteckerbeispiel. Du lebst immer noch in dem Wahn, dass du meinst, ja, der ist ja Motorleben, der ist ja viel wichtiger wie ich Kabelstecker. Das ist der Kabel. Das ist ja Blödsinn, egal was du lernst. Das ist die Kunst, das zu erkennen, was man ist, ohne dass sich das in die Hybris führt. Viele, viele, wo man Holofeeling vorwirft, aber Holofeeling, ein Messer kann doch nichts dafür, wenn ich dir das ins Herz steche. Das Messer ist schuld. Immer. Mein Beispiel mit der Astrologie. Das sehen wir uns immer, das Beispiel mit der Astrologie. Irgendwann, das ist so unendlich simpel bei den Astrologen. Die überführe ich ihre eigenen Trugschlüsse. Weißt du, und ich kann jetzt gerade das hier da bei dem Roland in dem Brief, der Hochstudierte, der Dylan dann Bachelor, das hat Robert. Tausende von Physikern und so, Menschen haben sich so viel, und dann kommt der Dilettant, der nie eine Universität betreten hat und meint, er wüsste, wie die Welt funktioniert. Du Unstudierter. Und ich sag immer, Elektriker Petscher. Und ich sag immer wieder, das ist nur, ich biete jeden an, komm zu mir und ich zeige dir, wenn du nicht diskutieren willst, sondern nur, dass man mit hundertprozentig sicheren Fakten arbeitet.
ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Warum denkst du dir das alles aus? Ich denke mir doch das gar nicht aus. Jetzt ist die große Frage, wo ich mir stelle, kann ein Gedanke, den ich mir denke, sich irgendwas anders ausdenken, wie ich denke, dass er denkt? Es steht und fällt mit den Kleinen, das geht mit dem Brief an die Petra los, die sagt, ja, und ich bin seit sonst so, ja, mache ich Holofilling, und die Menschen gehen eigentlich am Arsch vorbei, bis dieser Robert, das ist ein Freund, der liegt mir am Herzen, und der hatte ich jetzt so abgesaut und Zeug und war, und der ist sehr studiert, aber der ist krank und körperbehindert, der kann mal arbeiten, er sitzt bloß noch und studiert, und er weiß, wie die Welt funktioniert, und kann er das doch wissen, was er alles studiert hat. Und dann sage ich das Erste, und ich weiß ja, du sagst immer, man soll den Mund halten mit Holofeeling, aber bei ihm ist mir das wichtig, und das ist das Erste, was ich sage, es ist das erste Mal richtig, du sollst den Mund halten. Es ist was Intimes, ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt, Eddie. Ja, ich weiß. Und alles, was der Udo dir erzählt, wenn du jetzt träumst, ist alles, was der Udo erzählt, ist etwas, was du träumst, ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf. Jetzt springen wir zurück. Was habe ich gerade gesagt? Der Jan Stefan, der Redakteur der Weißenburger Zeitung. Wenn der an einen Udo Betscher denkt, das ist ein komplett anderer Udo Betscher wie der Udo Betscher vom Stefan oder von der Ilgi. 100%. Stimmt? Das heißt, wir Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das ist jetzt die Eigenart, und alles, was ich dir erzähle, erzähle ich dir, weil du das jetzt träumst. Aber warum träume ich das so? Warum? Wenn weil dein Programm dir das vorschreibt, das Programm, das du durchschauen sollst. Ja. Aber warum? Wie die kleinen Kinder, aber warum? Ja, weil mir braucht doch, wieso schaue ich immer bloß Liebesfilme an? Wo es keine Missverständnisse am Anfang gibt. Das sind so simple Beispiele. Schau, wenn ich jetzt, ich kann ja immer nur in Metaphern deiner Basic-Logik reden. Ich habe ein paar Mal jetzt ist natürlich, ich rede ja viel mehr, ich jetzt für mich gleich, jetzt was ich jetzt wieder denke, sind viele Gespräche, die ja gar nicht aufgezeichnet werden. Das, was du an Selbstgesprächen hast, sind ja eine Unmenge von Selbstgesprächen, die gar nicht im Internet sind, die du gar nicht aufzeichnest. Und jetzt, pass auf, wenn ich jetzt mache ich immer meine Tonis und Fettings, die benutze ich, weil das dann mal, die sind weder überstudiert, aber das sind Lehrer, Schulrektoren, bis auf den Toni. Aber der hat seine andere Fähigkeiten. Peter Fetting, die Margot Fetting und die, das sind alles Lehrer, hochdotiert. Die sind jetzt alle Mitte 70. Das sind alles Mitte 70. Pass auf, die sind Mitte 70. Denk an meinen Nick Stefan, die sind Mitte 70. Und das sind jetzt die vier. Das sind Leute, die seit fast 25 Jahren, wirklich von der ersten Stunde an, seit ich jetzt das zeitlich mir Holofeeling denke, wo sie in deine chronologisch ausgedachte Welt gekommen sind, intensiv studieren. Es gibt kein einziges Buch in Holofeeling und kein Selbstgespräch, wo die mindestens 4-5 Mal absolut intensiv durchgearbeitet haben. Plus tausende von Gesprächen mit dem Udo selber. Und jetzt beim letzten oder vorletzten Selbstgespräch mit der Helene, wo ich dann kurz die Tür aufmache, weil der Holger kommt. Ich rede jetzt raumzeitlich. Wo sie sagt, das stimmt. Er erklärt uns das so kindgerecht, in absoluten Kinderworten. Wie kann man die Welt jetzt bewusst? Das hat er uns vor 25 Jahren schon gesagt, in denselben Worten. Denn ich werde jetzt mit 75 der Bewusstseinsknick, dass du so blind bist in den Filtern, dass ich immer dieselben Worte, wenn sich in dir was wiederholt, hast du es noch nicht gecheckt. Du glaubst, du hast es gecheckt, was ich sage, weil du noch zu kompliziert denkst. Und wird noch viele Leben. Auch unser Heiko. Das sind lauter solche Stellen. Wo es dich dann richtig ankotzt, die geht's raus, ich tue mir das nochmal an, da gehe ich lieber fischen. Ist eine gute Einstellung. Ist eine gute Einstellung, aber ich fische. Du spielst. Es ist Trockenübungen. Ich fische. Wir dürfen zappeln. Ja, das ist was ganz was anderes. Wir dürfen zappeln. Weißt du, das ist was ganz anderes. Aber du musst das Leben leben. Und da kann ich ja immer sagen, es ist immer wieder dieselben Sätze. Doch ich suche mir irgendeinen, du kennst jetzt dich und du hast das Verhältnis, was du persönlich jetzt im Zusammentreffen mit Udo gelernt hast. Und egal welchen Namen ich jetzt sage, hast du den Eindruck, dass ich als Udo in deiner Welt in irgendeiner Form habe versucht, was an deinem Leben zu verändern. Nichts. An dich. Wenn ich dich anders gewollt hätte, Stefan, hätte ich dich anders erschaffen. Und wenn ich meinen Holger anders oder den Heiko anders gewollt hätte, hätte ich euch anders erschaffen. Ja. Aber den Stefan, den ausgedachten. Den musst du selber machen. Du musst dich werden. Und jetzt ist es, dass es diese Veränderung besteht eben darin, dass mir das, was ist, lassen, wie es ist, aber mir vervollkommen in das. Unser Thema ist, geht nicht darum, ob du rauchst oder nicht rauchst. Es geht, dass du weißt, was ist, wie es aussieht, wenn du beides gleichzeitig machst. Geht doch nicht. Ich sage ja eben, weil du noch Basic laufen hast. Udo? Und vielleicht, was Ildi meinte, warum
machst du dir das selber so schwer? Und ich mag mir nicht, ich habe einen Heidenspaß mit euch. Ist mir schon klar. Ist mir schon das klar. Hab ich mir gedacht, der Schmutzel hat verraten. Aber wenn du sagst, ich sag mal, wenn jetzt Videospielmetapher, wenn ich mich jetzt selber ins Spiel einprogrammiere und versuche, diesen Figuren da im Spiel. Nein, habe ich, das ist jetzt der Fehler, stellt mir gleich stopp. Vedo, Vedo, das ist alles in dem, alles, ich nenne das einmal alles in dem Betra-Brief drinnen. Das drum ist ja wirklich tief, auch mit der Antwort, unendlich tief. Das ist alles in dem Betra-Brief drinnen. Wieso machst du dir das so schwer? Wieso ist es dieses und jenes? Du strebst schon wieder Einseitigkeit und die Leichtigkeit. Das ist ja klar. Es ist mit Aufgaben. Wieso versuchen welche Rätsel? Wieso erfindet man Rätsel, dass man Rätsel löst? Das ist das Problem. Aber was macht jetzt der Erfinder der Rätsel? Der kann an den Rätseln keine Freude nicht haben. Der muss sich ja Vergessenheitsspritze geben. Stimmt, ja, genau. Der kann selber das gar nicht machen. Und dann schaust du dir die anderen Programme an, was für dich schwer ist. Da lacht das andere Programm drüber. Alles relativ. Was ist schwer? Was ist leicht? Ich sag mal, was, ja? Wenn du kannst, das ist alles leicht. Ne? Die Wurzel der Einseitigkeit, ihr Leben selber, ob das jetzt gute oder schlechte Leben sind, alle, die jammern, weil sie keiner kennt, dass sie so sind. Andere sagen, meine wieder, wir sind so außergewöhnlich, wenn wir unser Ruder jetzt nehmen, was ohne Frage ist. Oder unser, machen wir mal, dass wir da neutral bleiben, unsere Inge. Jetzt im Alter. Die Frau ist jetzt 79, die wartet eigentlich, dass sie gehen kann. Kann man wirklich sagen. Die wartet am liebsten heute lieber wie morgen. Die sagt, die ist so dankbar. Die hat so ein außergewöhnliches Leben gehabt, wo man sich gar nicht vorstellen kann. Die sagt, das ist gigantisch. Jetzt mit Holofilling hat sie das erst begriffen. Weißt du, ich habe dir ein paar Mal gesagt, die ist im Trümmer, 41 geboren. Dann kannst 45 ist der Krieg. Jetzt, wir denken uns jetzt ein 45 aus, unmittelbar nach dem Waffenstillstand, wie Berlin ausgeschaut hat. Die ist in diesen Trümmern, ist sie hier, 46 ist sie als 5-6-Jährige in die Schule gekommen, als sie groß waren. Das ist ein reines Trümmerkind. Mit 18 hat er keiner was gehabt. Clevere Idee hat sie als 18-Jährige eine Heiratsvermittlung aufgemacht für Besserverdienende. Sie hat Menschen gematcht, die, wenn mehr Geld in diesen Trümmernhaufen ein bisschen besser gestellt waren. Das gab's damals auch schon. Eine Heiratsvermittlung, als 19-Jährige. Dann hat sie das Leben, hat sie dann, ihr Traumwelt hat sie nach Holland verschlagen zu Juden. Diamantschleiferei. Das sind ja riesen jüdisches Diamant. Oder Antwerpen. Belgien. Irgendwo Diamantschleiferei. Okay. Dann hat sie es verschlagen nach Stuttgart, wo ich dann immer sage, wo sie dann in die Gastronomie-Geschäftsführerin von ist. In Stuttgart. In dem etablierten Jazz-Lokal, Musiklokal in Deutschland. Jan Jakowski haben wir gerade gehabt, hier, all die ganzen, Max Greger, Bully Bulan, das ist die erste nachkriegsdeutsche Jazz-Szene. Und ich sage immer wieder, Udo Jürgens hat seinen ersten Auftritt in Deutschland bei dem Lokal von der Inge gehabt, wo sie Geschäftsführerin war. Als ganz junger Bursch. Da haben wir noch gelacht, ne, als Udo Jürgens. Ja. Da hat's mich aber noch nicht erkannt, Holger, da hat's mich noch nicht erkannt. Und dann ist es, das geht dann so, der Weg ist gigantisch. Das sind da immer wieder von den Stellen. Und am Schluss ist immer wieder, das zerrinnt dir alles zwischen den Fingern. Jo. Dann hat sie als Model gearbeitet, Astrologie, die beim Detlefsen, die war bei den teuersten Psychologen, nach Rofis, richtig Geld ausgeben hat sie ja gehabt. Und das ist ein Leben, das ist ein aufregendes Leben. Jetzt, wenn du sowas hörst, sagst du, ja, was habe ich für ein Leben, solche Leben gibt's und solche Leben gibt's. Aber du wirst merken, lernen selber tut nur der Geist, der träumt, nicht die Figuren im Traum. Ja, das scheint so zu sein. Bin ich was Besonderes? Ich bin ja nichts Besonderes. Die sind ja alle so viel. Ich sag, die Sachen, die du dir ausdenkst, immer wenn du dir, wie oft hörst du, Stefan, sobald du dir tolle, reiche, berühmte, gescheite Menschen ausdenkst, müssen auch Dumme da sein. Ja. Aber was dir gar nicht klar ist, da du dich ja verwechselst mit dem Gegenteil von dem, was du bewunderst, magst du dich in dem Moment so einen Dummen, weil dass du der bist, der sich die Welle ausdenkt. Ja. Das checkst du nicht. Und selbst wenn ich das anspreche, schau den Gastbruder an hier. Ja. Dasselbe in Grün. Kann ich Ihnen das vorwerfen, dass ich es mir ausdenke? Sehr lehrreich gewesen. Sehr lehrreich gewesen, ganz genau. Ist immer interessant. Wischen weg. Jetzt kannst du nur bewusst die Rolle spielen. Was bleibt da über? Das ist also dieses Vorwärtsgelebte, Rückwärtsverstand. Lass uns von dem reden, was jetzt ist. Ja. Und alles, was du jetzt dir in die Vergangenheit denkst, ist jetzt. Ja. Aber es war nie in der Vergangenheit. Nee. Das ist der Schwamm und das überwinden der Chronologie. Sein, ja.
dass ich, da haben wir mit Heuge ja gesagt, wenn ich immer wieder sage, du sollst nur noch mit den Informationen arbeiten, also die du beschwören kannst. Ja. Und dann mache ich es so, das Thema, du weißt, Heuge, bei dir der Aufhänger, dass ich das jetzt lockere, dass ich sage, arbeite nur noch mit den Teilen, die für dich hundertprozentig sicher ist, die du beschwören kannst. Und ich lockere deshalb, dass ich sage, alles, was du jetzt denkst, was du in deiner personifizierten Rolle mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Leib erlebt hast, das kannst du glauben. Und da hat der Holger dann Einwände gebracht. Ich sage jetzt, ich lockere das extra, weil das natürlich auch jetzt war. Aber da gilt eben das, da war ich dabei, das habe ich erlebt. Erfahren. Die Ursache ist natürlich nicht irgendein Gesetz da außen, sondern dein Intellekt. Und alles, wirklich alles, was du nur vom Hören sagen kannst, aus das Buch heraus oder weil dir das einer erzählt hat. Kannst du alles. Ich sag, das kannst alles in die Tonne klopfen, ja. Das Geschwätz von zwei. Ja, keine Meinung. Dann ist jegliche Form von Corona mit den Viren, ob du den Professor nachblabberst oder den, ob du permanent von morgens bis abends an Verschwörungstheoretiker-Seiten hängst oder du hängst in der offiziellen Presse bei den seriösen Wissenschaftlern. Wenn du zum Beispiel hier, wie jetzt die große Sache war mit der CO2-Lüge, es ist immer dieselbe Floskel. Da ist dann immer gefallen, ja 98% der seriösen Wissenschaftler sagen, weil ja da einige Professoren und so sind, die was anders behaupten, das sind die 2%, die das Gegenteil behaupten. Schon die 98%, wer hat das gezählt? Wer hat die Arbeitslosen gezählt? Die Zahlen, die hier rumsteigen, etwas, was man nicht sieht, was da rumfliegt, was die Ursachen sind. Und dann weise ich immer wieder auf diese Zahlen, die mittlerweile aufgebaut werden. 500 Milliarden, 750 Milliarden. Weißt du, wenn ich jetzt sage, ich habe so viele Professoren bei mir gehabt, jetzt rede ich wieder normal chronologisch für deine Logik. Mein Professor Rainer jetzt, der Johannes, das ist wie die Komma, die eine Woche im Mondsee, wo ich mit Rainer zusammen war, hochdotierter Wirtschaftsprofessor. Das ist die Fabian und die 5%-Geschichte. Das ist eine ganz einfache Aromedi. Oder dieser berühmte Pfennig, den man ordentlich zu Jesus Zeiten, wie viel der jetzt wert wäre, wenn er mit was weiß ich, 5% oder was angelegt wurde, Zinseszins. Mehrere Erdkugeln voller Gold. Das wird weggewischt. Das ist eine klare Arithmetik. Oder wenn ich jetzt mal ein Beispiel bringe, dass du jetzt hier da sitzt. Wenn Darwin stimmt, müssten vor 1000 Jahren 1,2 Billionen Menschen auf der Erdkugel gewesen sein. Damit einer hier. Das ist eine reine, entweder stimmt, oder mein Bing-Beispiel, entweder stimmt die Arithmetik oder stimmt deine Logik. Beides kann nicht stimmen, weil sich das widerspricht. Ja. Aber jetzt kann ich dann wieder sagen, ja, wenn sich zwei Sachen widersprechen, kann bloß eins davon richtig sein? Nein. Nein, das können auch beide stimmen. Aber das ist was vollkommen Neues, was du nicht kennst. Hm. Weil ich ja immer wieder sage, jeder hat recht. Und ein bisschen. Das ist, es gibt so viele arithmetische Systeme. Das ist jetzt, was willst du? Willst du deine logischen Konstrukte? Sind solche Hirngespinste. Schau, jetzt hast du dich jetzt eingenistet. Ruth. Hast dich eingezeckt. Eigentlich nur die WhatsApp mal schnell beantwortet, damit erstmal Handy aus und tschüss. Das ist eine gute Einstellung. Ja. Weißt du, und das kannst du wiederholen und wiederholen und das rauscht einfach in dir durch. Akzeptier doch ganz einfach, was du bist und was deine Gedanken sind. Und das bringt Frieden. Und das, was die panische Angst in dir drin ist, ist die große Erkenntnis, dass du nichts bist. Aber da wirst du dich dran gewöhnen müssen, sonst wirst du nie ich sein. So unwichtig. Das heißt immer wieder, das ist so, die regen sich so auf im Positiven, man bewundert den Udo oder man haut ihn so in die Pfanne. Aber das interessiert überhaupt keinen. Die Botschaft ist wichtig. Und da kann ich bei jedem Selbstgespräch tausendmal sagen, hier, das, du hörst jetzt einen Lautsprecher zu. Oder du schaust einen Monitor mit flackernden Lämpchen an, das ist nicht wichtig. Ob jetzt das ein Monitor ist oder Farbbild, das spielt überhaupt keine Rolle. Also. Mich interessiert nur der mich jetzt ausdenkt. Und du wirst dann feststellen, dass in deinem Alltagsleben das alles weg ist. Weil es geht immer wieder, bist du schon ich. Du wirst sehen, dass das einfach nur 180 Grad spielen muss. Der Punkt, in dem das alles geht. Die 180 Grad rein nicht. Aber Kambo. Du musst ja irgendwo auffangen. Pass auf, du musst ja irgendwo auffangen. Die Spiegelsachen sind mir so oft drauf eingegangen. Das intellektuelle Gewichse führt dich überhaupt nicht weiter. Das ist also, wir schauen einmal, wenn wir jetzt, ich muss da immer wieder ein bisschen zurückholen, sollten wir jetzt mit dem Video, weil wir keinen Beamer nicht haben, wenn ich das mache. Das ist das Musterbeispiel von den verkopften Leuten. Ob jetzt die verkopften Leute sind, wenn ich jetzt Ruth nehme vom Leben her, die sagt jetzt meine Bekannten, wo ich gehabt habe, ich merke jetzt langsam das. Das allererste vor einem steht, alles, was du dir ausdenkst, Ruth, ist so, wie du dir das ausdenkst, inklusive
die ruht oder egal wen, selbst wenn du dich selbst denkst. Es dreht sich alles um den, der denkt. Und jetzt kann ich immer wieder tausendmal sagen, um den geht es natürlich auch nicht, weil der, der denkt, ist in dem Moment auch schon wieder was Ausgedachtes. Und es ist nichts Trügerisches. Wir haben jetzt das Musterbeispiel an der Ruth. Und jetzt, ich kritisiere nicht, ich beschreibe Ruth. Ich wiederhole es ja. Da ist nur ein Geist, der uns jetzt ausdenkt. Ein einziger. Meine Botschaft richtet sich bloß an den, der uns jetzt ausdenkt. Aber der hängt so massiv in einer Perspektive. Dann kann ich nur, muss das tausendmal hören. Und die alten Hasen, wo ich jetzt auch, die sind jetzt auch was ausgedacht, die können ja nichts verstanden haben. Jetzt sind wir bei meinen Fettings und Donis, ja, die seit 25 Jahren als Schulrektoren, sage ich, im Ruhestand, jetzt in dem Nick drin sind, die jetzt erkennen, der Udo, diese einfachen Sätze sind wichtig, nicht das ganze intellektuelle Gewichse. Es ist das, was hundertprozentig sicher ist, du bist nicht in der Lage, aufgrund eines Filters einfach zu denken. Und ich habe da gerade Rude jetzt, was jetzt gar nicht. Kommt die Andrea eigentlich? Frag mal Irene. Morgen. Irene. Morgen. Rude, ich habe jetzt, wenn die Andrea sagt, die lernst du kennen, die ist hoch. Seit fünf Jahren wenig, die so intensiv die letzten 20 Jahre Holofeeling studiert haben, bis ins Detail wie die Andrea. Auch eine Lehrerin. Und ich sehe dich jetzt so, du bist so ein Spiegelbild. Das ist die erste Euphorie, wo dich anfällt, wenn man mit Holofeeling meint, man hätte irgendwas verstanden. Das ist, diese Mechanismen sind so hartnäckig, du musst du das doch mal bewusst machen, wie du funktionierst. Ich habe jetzt gesagt in dem Chat, es ist, weil heute Morgen, jetzt immer hier und jetzt gedacht, ich rede normal, da hat man das Thema, es ändert, die Ritter sagt, das ist, ich habe gar keinen Bock mehr, es wiederholt sich immer wieder dasselbe, was früher, wir haben das Thema, da war Markus, weg, dann war so Ron, weg, dann ist er Ugo gewesen, weg, jetzt haben wir Ruth, es ist immer dasselbe Spiel. Pass auf, Ruth, ja, Ruth, wenn du, Ruth, pass auf, Ruth, ich nenne dich jetzt Ruth, nochmal, wenn ich jetzt sage, Ruth, sehr, sehr präzise aufpassen, wenn ich Ruth sage, ich erzähle es nur dem, der uns jetzt ausdenkt. Pass auf, wenn du mal diese Schizophrenie erkennst, jetzt schreibe ich aber nichts mehr. Eindruck. Aber das ist das letzte Mal, Eindruck. Wenn wir das jetzt durchgehen, passiert es 10, 15 Mal hintereinander. Dann bist du ruhig, dann kommt der andere Eindruck, sofort wieder die Ruth. Aber jetzt bin ich ruhig. Und Eindruck, Eindruck, Eindruck. Puff, 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 puff. Aber dann haben wir alle durch. Was? Alle? Alle durch, ja. Immer dran denken. Ich beschreibe absolut wertfrei. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich in meine Traumwelt setze. Vorwürfe, dass er so ist, wie er ist. Das Problem ist, du bist noch nicht ich, sondern du bist der, der sich jetzt diese Brüssel ausdenkt. Und die Beispiele, diese einfachen Beispiele, die kriegt kein Mensch mit, weil da Filter drin sind. Das, was du jetzt zum Beispiel reingeschrieben hast mit einem Mann, wie gesagt, wir gehen da drauf auf, die Namen sind austauschbar, es wiederholt sich immer wieder dasselbe. Es ist nichts Trügerischeres, wie Wissen, dass dann in einen Zustand kommt, dass dich das anwidert. Du schreibst zum Beispiel, du willst es drucken lassen und er sagt, das traue ich nicht, das ist Teufelszeug. Das sind all die Vorurteile. Jeder Mensch hat eine gewisse Logik. Jetzt mache ich wieder so einen elementaren Satz. Jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, die in dir auftaucht, ist unvollkommen. Das ist jetzt das ein Beispiel. Das heißt, sobald in dir einer auftaucht, der irgendwas äußert, das dir die Haare zu Berge stehen lässt, das unlogisch ist, ist ein klares Zeichen, dass du das ganze heilige Ganze noch nicht verstanden hast, weil dir nicht bewusst ist, dass du immer noch sagst, der Henkel ist rechts und der behauptet, der Henkel ist links. Du hast nicht einmal das ein Beispiel verstanden. Mensch, ärgere dich. Und wenn ich jetzt, mir waren gerade, ich habe jetzt Lust da anfangen, das ist ein Lernprozess. Das von Liebe habt ihr keine Ahnung. Wenn ich jetzt mal einen Professor Rainer nehme, ich rede von hochdotierten Leuten, ich kann in wie viel Selbstgesprächen sagen, ich wüsste, wie viele Professoren bei mir schon da waren, teilweise mit 3 Doktortitel, die sitzen wie die Schulkinder da, wenn ich sage, ich zeige euch in euren Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler, wo es übrigens nichts zu diskutieren gibt. Das ist diskussionslos. Wenn was hundertprozentig sicher ist, dann gibt's nichts zu diskutieren. Und was ist hundertprozentig sicher? Nicht irgendein logisches Konstrukt, das dir logisch erscheint, sondern etwas, was jeder 13-Jährige hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann. Ja. Und du weißt, ich mach's zum Beispiel, mir fällt jetzt immer wieder unser Frankie ein im Dampfershop. Weißt du, wie viele Gespräche da schon waren, wo ich sage, Frankie, wenn du was nicht denkst, existiert es. Für dich existiert nur das, was du jetzt denkst, was du anschaust auf der Fahrbrille. Jetzt existiert die Ruth, existiert die Ildi. Was ich denke oder irgendein Gefühl. Das ist die ganze Palette von Informationen. Ob du das sinnlich wahrnimmst oder ob das nur ein Gedanke ist oder feinstofflich. Und du wirst feststellen, das ist ein eigenartiges Gemisch von Reizauslösern und Reaktionen. Mein Standardbeispiel ist, du sitzt da und sagst, boah, ich muss mir jetzt in die Küche gehen und ein Brot machen.
Was war die Ursache, dass du das denkst? Dass ein Gefühl in dir aufgetaucht ist, dass du Hunger nimmst. Du reagierst, du Geist, reagierst mit deinem Programm auf dieses Gefühl. Zerst einmal der Gedanke, kein echtes mehr, bitte. Alkohol, das ist gut. Ein bisschen kenne ich dich schon. Du reagierst drauf, okay, und dann treibt dich das an und du hast ständig wechselnde Bilder. Es ist ein Riesengemisch und ich unterscheide zuerst einmal zwischen Reizauslöser und Reaktionen. Und du kannst das alles beobachten, wenn du vollkommen wertfrei bist. Das geht übrigens weit, weit, weit über diese Meditation im asiatischen Bereich hinaus. Das heißt, die Verarschung beginnt, wenn wir jetzt zum Beispiel Astrologie machen. In der Astrologie, ich sag dir, alle divinatorische Systeme stimmen und funktionieren hundertprozentig präzise, natürlich nur für einen, der glaubt. Das gilt übrigens selbst für die physikalischen Gesetze. Du könntest übers Wasser laufen, vollkommen real in deiner Traumwelt, du müsstest das bloß programmiert haben. Das ist wie in einem Videospiel, kann ich programmieren. Der Witz ist, Ruth, in dem Moment, wo das in dir programmiert ist, dass das für dich normal ist, dass das logisch ist, kriegst du das nicht mehr mit. Ja. Du kriegst es nicht mit. Ja. Mein Standardbeispiel ist das Smartphone. Mhm. Ich sage immer wieder, wenn ich jetzt 76 gehe, 76 oder 75, 76 oder 75 bin ich das erste Mal nach Amerika geflogen. Ich habe das so oft gesagt. Hättest du ein funktionsfähiges Smartphone damals gehabt, das wäre wirklich Science Fiction gewesen. Das war zwar rein in der Science Fiction, Raumschiff Enterprise hat es ja damals schon gegeben, war das schon, dass der Computer spricht, war zwar schon drin, aber die Wissenschaft hat es damals in das Jahr 2400 gesetzt. Dass das jetzt ein Accessoire in einem Schulranzen einer 10-Jährigen ist oder einer 9-Jährigen ist, das war so unvorstellbar. Okay, aber wir machen da mal ganz einfach weiter. Dass also hier diese Veränderung, wenn du reagierst, wenn wir jetzt Astrologie, das nennen wir divinatorisches System, ich würde jetzt sagen, das stimmt so hundertprozentig. Aber nur für den, der es glaubt. Was bringt dir das? Zuerst einmal jede Art von Astrologie, wo du rauskriegen willst, wie deine Zukunft wird, das kannst du schon mal von vornherein vergessen, weil es gibt keine Zukunft, außer die, die du dir ausdenkst. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dein Glaube wird dich narren bis zum Erbrechen. Aber wir machen jetzt nochmal was Klassisches. Du fühlst dich scheiße, du bist der Astrologe. Oh, ich fühle mich schlecht. Dann gehst du hin und magst dir Paracelsus, ein guter alter Freund von mir. Das ist jetzt, ich greife auf ein Wissen zurück und das meine ich immer nie den Udo. Das ist jeder, der das überprüft. Und das ist eine Riesenlatmei von Professoren und Ärzten. Ich habe in Bayreuth bei unserer Eva Maria, die hat doziert auch eine Ärztin, ist die vom Schwiegersohn die Mutter. Die hat doziert, die hat dann hier mal eine Vereinigung, da waren Professoren, ihr Arztprofessor aus Regensburg, dann der Theologieprofessor, was kann man, wie der Kassen hat, von Bayreuth. Da waren an die 10 Professoren, da haben wir 5-6 Stunden gelesen, da habe ich jeden in seinem Fachgebiet so die Luft rausgelassen. Das kannst du jetzt wieder sagen, ich bin ein Schwätzer. Die haben dann festgestellt, der Physiker hat keine Ahnung von der Medizin und der Medizin hat keine Ahnung von der Hochphilosophie. Und da hat jeder mitgekriegt. Und jetzt muss ich mal sagen, wenn du dich mit dann unterhältst, Ruth, ich bleibe jetzt mal bei unserer Ruth, weil die relativ neu ist, dieses System. Nein, wenn du dich mit dann unterhältst, pass auf, dann muss dir eins klar sein, Ruth, um überprüfen zu können, ob ein Fachmann ist, ob er Ahnung hat von einem Wissensgebiet, um das wirklich bewerten zu können, musst du ein rudimentäres, ein bisschen eine Ahnung von dem Fachgebiet haben, sonst kannst du das doch gar nicht überprüfen. Du kannst ja nicht sagen, das ist ein Physikprofessor, der hat eine Ahnung von Physik. Ich weiß ja nichts von Physik, aber bloß weil das ein Professor ist, muss er Ahnung haben. Du musst von einem Fachgebiet eine Ahnung haben, ob du überhaupt überprüfen kannst, dass er Ahnung hat von dem Fachgebiet, das er angibt, wo er studiert hat. Und ich sag dann immer dazu, du wirst auch merken in einem Gespräch, wenn du auf einen triffst, wenn der mehr Ahnung hat wie du. Das merke ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Automechaniker bin und man hält sich über komplexe Motoren oder über Elektronik, merke ich sofort, oder Programmieren, dass der sogar mehr Ahnung hat, der haut ein paar Sachen raus, wo ich sage, habe mich noch nicht so damit beschäftigt. Okay? Ich muss das denn ja nicht auf die Nase binden. Ich liege halt immer, wenn er was sagt. Ja, genau. Man mag das ja nicht. Das schon, ne? Okay, aber das merke ich. Öllampe reicht. Ne? Und das ist die große Schwierigkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Professor Rainer nehme, die eine Woche, wo ich mit ihm zusammen war, der hat 32 oder 35 Fachbücher geschrieben über Betriebswirtschaftslehre. Der war hier im Vorstand von Shell von Thyssen-Bohemia, ein absolut Betriebswirtschaftsprofessor, hochdotiert. Der war eine Woche, wir haben nur über Betriebswirtschaft hauptsächlich gesprochen.
Der hat dann noch gesagt, Udo, wenn ich dir zuhöre, du schaust Sachen raus, da weiß ich, das ist ja so groß, das Gebiet. Das habe ich irgendwo am Rande gehört, das muss ich nachlesen. Und dasselbe wird ja Physiker sagen, wenn wir über Physik reden, weil ich auf ein Wissen zurückgreife, ich meine ich nie den Udo. Und mir geht's ja nicht darum, irgendwann als dumm dastehen zu lassen. Und dasselbe machen wir jetzt mit der Astrologie. Du hast keine Ahnung, wie groß Astrologie ist. Das ist an Büchern, da gibt's so viele Unterschulen. Wenn man meint, selbst jetzt unser Inge, die bei den bedeutendsten Astrologen waren, die hat wirklich, kann man fast sagen, 50, Hunderttausende von Euro ausgegeben, die hat sich's leisten können, die hat Detlefsen Lehrgänge 15.000 Euro, Mark damals 15.000 Mark, Navrucki 4.500 Mark Lehrgänge, bei den edelsten Astrologen und Alchemisten hat die Lehrgänge gemacht, weil das hat sie interessiert, sie konnte sich's leisten, und da ist ein Nichts, wo sie sagt, das ist, bis dann der Udo kommt, dann ist puff, alles umsonst gewesen. Und dann doch wieder nicht. Pass auf, Astrologie sieht das so aus, du setzt dich an den Computer, du findest dich scheiße, um das kurz zu machen, du gibst deine Daten ein, du gibst deine, die sind ganz wichtig, ist ja ein Programm. Ich sage immer wieder, du bist in einer Matrix. Und jetzt schaust du, warum geht's mir so schlecht, und haben wir es doch schon. Ganz scheiße Konstellation. Jetzt pass auf, jetzt zitiere ich 1531 Paracelsus, ein guter alter Freund von mir. Alle Bücher, wo du die ausdenkst, kommen alle aus mir. Das ist das, was dann viele weghaut. Der sagt schon, wenn du heilen willst, wenn du ein Arzt sein willst, dann musst du dich in der Astrologie auskennen. Jetzt sagst du mal schon Astro, die Worte heißen schon nicht nach außen gestreut. Und wisse, das Siderische läuft nicht um dich herum, sondern das ist inwendig in dir. Das ist eine Programmstruktur. Jetzt ist es also so, haben wir es ja schon. Jetzt pass auf, angenommen, du fühlst dich riechen gut, bist da wie ein Magnet. Mal schauen, boah, haben wir es doch schon. Günstige, energiereiche Konstellation. Das ist das, was hundertprozentig funktioniert. Aber jetzt pass auf, jetzt mache ich das einmal sehr einfach für uns. Ich bin scheiße drauf, mir geht's ja so schlecht, ich will hier mal nachschauen. Und jetzt gehe ich an den Spiegel hin und ich schaue in den Spiegel rein, ja, habe ich es ja, doch schon. Pass auf, wenn ich doch scheiße drauf bin, muss ich mich doch, wenn ich heule, muss ich mich doch nicht vor den Spiegel hinstellen. Das Siderische ist nämlich ein Spiegelbild deiner Seele. So nennen wir das in der Esoterik. Also gut, machen wir mal ein normales Spiegelbild. Wenn ich mich heul, muss ich mich doch nicht vor einen Spiegel hinstellen, um zu sehen, dass ich heul. Das merke ich doch auch ohne Spiegel. Und wenn ich lach, muss ich mich doch nicht vor den Spiegel hinstellen, um dann festzustellen, da haben wir es doch schon. Nichts anders machen Astrologen. Pass auf, aber jetzt kommt die Moral der Geschichte. Es ist trotzdem wichtig für die. Weil damit sind sie nämlich freigesprochen, sie haben einen Schuldigen, der daran schuld ist, dass mir schlecht geht. Das ist die Ursache. Sie haben endlich einen, der irgendeiner muss ja schuld sein. Das ist die Selbstentmachtung, die Selbstentgöttlichung. Kannst du nicht endlich einmal ich werden und sagen, ich nehme alle Schuld auf mich, ich nehme die Schuld auf mich, dass mein Mann so ist, dass mein Desse so ist, du hast wundervolle Kinder. Da ist immer ein Gemisch von Plus und Minus. Aber du hängst in Einseitigkeiten, dann kommt die Euphorie. Das ist immer die Eruption, wo ich immer wieder sage, die Sprache ist so vielfältig. Alle plappern nach. Und verstehen nicht einmal das, was sie nachklappern. Bei Holofeeling ist ein Unterschied. Es ist die Summe allen Wissens aller Religionen. Was aber bei Holofeeling vollkommen neu ist, das ist die Vordersprache. Ich kann dir eins sagen. Wen du mir bringst, Ruth. Ich beweise, hab das tausendfach die letzten 30 Jahre bewiesen. Wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir genau, was er, welchen Meister, welches Buch oder was er nachklappert. Egal, wen du mir bringst, ich sag dir, wo er es her hat. Die Vordersprache, das System des Hebraisierens wirst du in keinem Buch deiner Welt finden, außer in den Ohrenbohrungen. Das ist vollkommen neu. Das ist vollkommen neu. Und welche, die jetzt wirklich was nicht aus Büchern nachplappern, können wir auch gleich, das sind zum Beispiel Musiker, wenn ich jetzt hier meine schöne, ich habe überall meine Kürzel drin, egal was du nimmst, das UB ist so tiefgreifend, dass da anscheinend das sagt, so viel zufällig, kann es doch überhaupt nicht geben. Wenn ich euch zuscheiße. Das ist entweder stochastisches Denken. Ich erkläre, es sind halt fast über 25.000 Seiten. Die meisten hängen ja schon in den ersten 8. Wobei in den ersten 8 wirklich alles drinsteht. Aber halt kindgerecht, einfache Sprache. Das ist das Entscheidende. Das, was wirklich entscheiden. Hast eins machen. Entspannen. Ich bin einfach in dir aufgetaucht, um dich zu enttäuschen. Und da kommt dann die Freude und die Euphorie. Und das ist ein Prozess, da musst du durch. Ich habe keine Schuldzuweisungen. Das ist bloß, wann nützt du endlich einmal deine Freiheit? Und die Freiheit ist nicht, dass du irgendwas an deinem Programm veränderst. Wir lassen alles, Holofeeling lässt alles so, wie es ist. Aber es ist die höhere Dimension. Da mache ich jetzt einen Hinweis auf das erste Farbenspiel in der Esoterik.
die erste Dimension, zweite, dritte Dimension, dann die untere, vierte, die obere, vierte, die fünfte Dimension. Es sind alles Schwätzer in deinem Traum, die du träumst. Also löse dich davon, irgendeinen Gedanken, den du dir denkst, eine Information, die kann jetzt natürlich 4 Stufen der Vergessenheit, wenn es sinnlich wahrgenommen ist, jetzt der Udo. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass irgendwas, was der Udo dir jetzt erzählt, das einzig und allein der hört, der mich jetzt ausdenkt. Egal, wer du zu sein glaubst, das sind die Filter. Schau, wer jetzt kommt. Der große Meister, der Meister aller Meister ist das für mich. Der ist jetzt übrigens, Stefan 1, Stefan 2, Udo 1, Udo 2. Der ist jetzt in dir. Der ist übrigens Bier. Wir nennen ihn Mr. Bier. Der macht nämlich mein Lieblingsbier. Das ist der Braumeister, der mein Lieblingsbier macht. Vom Oettinger. Das ist der Braumeister vom Oettinger. Das ist auch immer vorbeikommst, ne? Lass mir den, ich denke mir das dann schon aus, wenn ich dann meine Spezialitäten lasse ich mir dann schon von meine Werkzeuge. Ja, habe ich in der Zeichnung übrigens hin, die Brautinger, weil wir in Oettingen extra. Riesentanks da. Mal einmal rumgefahren. Ja, cool. Also lassen wir mal eine Rutka weitermachen. Dass das, um das fertig zu machen, du wirst aber nicht glauben, dass dir, wenn du jetzt träumst, egal wer du zu sein glaubst, dass eine Figur in deinem Traum irgendwie anders sein kann, wie du sie träumst. Und der Witz ist jetzt, du wirfst ständig, du denkst dir Arschlöcher aus und regst dich über Arschlöcher auf. Das ist meine Gerechtigkeit. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Und ich verstrecke diese Richtersprüche von dir, an dem, der du zu sein glaubst. Und alles, was ich dir jetzt erzähle, als Bruder in deinem Traum, das ist dein Wissen, weil ich als Träumer, als ausgedachte Figur, ich bin mit Sicherheit der Einzige, der immer wieder darauf hinweist, du bist richtig, nicht der Gedanke von dir, der das denkt. Was ist der verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Und jetzt kannst du mal stillen in deiner Familie, das sind so Standardsätze. Erstes Beispiel, immer mit Leuten, was du merkst, die sind geistlose Zombies. Solange es Fremde sind, ist gut, aber wenn es dir am Herzen liegen, ob das Kinder sind oder Eltern sind, ich mache immer mit meiner Helene mit ihren Sohn, wo sie wirklich begreifen musste, die Tochter ist Hammer, der Schwiegersohn ist Hammer, der eigene Sohn, den sie als Mutter genauso liebt, Programm, ist einfach nur tote Maschine. Wie ist es, wenn du sagst... Warte mal ganz kurz, sonst vergesse ich meinen Faden, vergiss deinen Reden. Es ist also definitiv so, meine Beispiele, die übrigens, wenn du mal alle Selbstgespräche hörst, hörst du die hunderte Male. Das erste, probier das mal für dich. Du gehst und fragst dann, ich habe da ganz, mir geht da den Kopf rum, die erste Sage, was hat eigentlich ein King Kong in Australien? Ich sage immer dasselbe, ein Neandertal in der Steinzeit. Und der Eiffelturm gemeinsam, bring mir einen einzigen, der dir die richtige Antwort gibt. Den, der sich's auskennt. Dich. Das zweite wundervolle Beispiel, die sind alle aus Wien. Holger, was das noch? Die habe ich in Wien einen Mann gebracht damals. Das zweite Beispiel ist, wenn man jetzt noch auf der Arbeit ist oder was, oder du kennst welche gut, und dann sagst du, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Vor allem interessant ist, wenn du einen Chef hast. Wenn du so, hast du einen Chef auf der Arbeit, duzt du dich? Wenn du jetzt euch duzt, das kannst du auch siezen. Ich habe die ganze Nacht, mir ist da was im Kopf rumgegangen. Das hat mich so aufgeregt, mir ist bewusst worden, dass du nur ein Affe bist. Ich sag nicht einmal dummer Affe, dass du nur ein Affe, das musst du richtig, mir ist halt nach bewusst worden, dass du wirklich bloß ein dummer Affe bist. Und dann schaust du sofort, wie dein Chef reagiert. Und jetzt ganz wichtig, dass ich sage, nur diesen Moment, wenn du das aussprichst, mir ist halt ganz, wenn wir die Order machen, mir ist halt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil mir halt richtig brutal bewusst worden ist, dass du bloß ein dummer Affe bist. Jetzt ohne Streit, aber wenn du ein gutes Verhältnis hast, dann schaust du, wenn du das ernst anbringst, wie diese Maschine, diese Figur ist ja nur eine KI, die wie in einem Videospiel, wie die reagiert. Und dann bitte gleich abwinken, weil sonst kann das eskalieren. Und dann sag, Moment, nicht, dass du mich falsch verstehst. Es ist nicht meine alles Meinung. Mir ist bewusst worden, dass du das absolut hundertprozentig in dir glaubst, dass es so ist. Wie krank sind denn Figuren? Wohlgemerkt, die sind, sagst du mal so, wie du sie dir ausdenkst, das sind ja nur Spiegelungen von dir. Die auf der einen Seite felsenfest davon glauben, dass sie sterbliche Säugetiere sind und auf der anderen Seite hochbeleidigt reagieren, wenn du ihnen das aussprichst, was sie sagen. Ja, das genau. Ist Schizophrenie. Ja. Und das Spiel, es geht nie um anderes, dreht sich für mich alles nur um den, der sich's ausdenkt. Und du kannst, wenn du meine Gedanken mitgehst, gibt es nichts zu diskutieren. Das ist jetzt einmal eine Sache, wo ich sage, probier es aus. Es wird immer so sein, wie ich sage, dass es ist. Aber interessant ist in unserem Weißenburg-Vortrag, wo ich das mit diese 201 Mann. Hast du den schon mal gehört? Noch nie, ne? Wahrscheinlich. Das jetzt mach für dich nochmal, weil man muss das wiederholen. Das ist ein Saal in Weißenburg gewesen, habe ich im Vortrag gehalten.
Und du hast gesagt, das sind jetzt 201 Mandeln. Denk einfach mal, geh den Gedankengang mit. Und du kannst die Figuren, wo du dir ausdenkst, kannst du in die Köpfe reinschauen, weil ja jeder das in seinem Kopf drin hat, was du dir denkst. Und ich sage jetzt, da ist jetzt ein Allereinziger, der sieht die meiste Zeit 201 Gesichter. Das ist der auf der Bühne. Der hat 201 Gesichter. Dann sind da ungefähr 15. Ich Besuch. Oh. Ja. Meine. Dann sehen hier ungefähr 15 Mann, die sehen die ganz meiste Zeit nur ein Gesicht, das sind die in der ersten Reihe. Und umso weiter die nach hinten kommen, haben Hinterköpfe und ein Gesicht. Das heißt jetzt, du kannst jetzt, je nachdem wer du zu sein glaubst, auch jetzt. Wenn du jetzt der Udo zu sein glaubst, dann siehst du Ruth, wenn du die Ruth bist, siehst du was ganz was anderes. Aber der, der da oben ist, ändert nur die Perspektive. Und dass das alles immer gleichzeitig ist, das ist die Buchmetapher. Das ist ein ganz, ganz anderes Weltbild. Aber das Verrückte ist, dass es in dem Weltbild nicht eine Kleinigkeit, die gedacht wird, gibt, wo du sagst, das ist nicht wichtig. Das ist es eigenartig. Für mich hat jeder Recht. Dein Mann hat Recht, deine Kinder haben Recht. Es sind aber nur Systeme unter Facetten von unter Facetten. Aber du wirst irgendwann mal akzeptieren. Inge. Hallo, grüß ich muss jetzt aufstehen. Ah, nein, bleib sie. Nein, ich stelle mich jetzt noch ganz hinten. Ich stelle mich ganz hinten. Wo so jemand unwichtiger ist. Ja, 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 ja. Hallo. Oh. Mein Inge 3. Ich habe mehrere Inge. Ja, ja, genau. 1, 2, 3. Du hast 4 Inge, weil der ist auch Inge. Inge ist Inge. Inge ist Inge. Und wie im Moment gerade so aktiv ist. Hi, na, komm her. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Halt sie mal nach Hause. Ja. Wir haben heute Morgen noch das Thema Schwindel gehabt. Ne? Ich war zur Tankstelle, kaufe mir ein paar Zigaretten. Schlagzeile in der Zeitung. Die Gefahr des Schwindels. Das ist alles Schwindel. Alles, alles ist Schwindel. Schinwind. Schon wieder Joch, Synchronizität. Ne? Schinwind ist L. Ja, dann bist du schon wieder morgen mit was du bist der Rita. Ja, danke schön. Schön euch zu was sehen. Was an Material zu lesen und anzuhören. Das ist, da darfst du nicht, wenn du das relativ neu bist. Ich sage immer wieder, man hat eine Phase, vielleicht ist immer vom Charakter in das, aber man möchte am liebsten 20 Bücher gleichzeitig lesen, wenn man jünger ist. Es geht nicht um Wissen. Auch das sage ich tausendmal, es geht nicht um Wörter auffächern, es geht um die, das Verstehen dieser einfachen Sätze. Und interessant ist, dass gerade die, die meinen, die haben was verstanden, am wenigsten verstanden haben, und die, die für mich jetzt sehr, sehr viel verstanden haben, zu verstehen beginnen, die haben selbst nach 25 Jahren nur die Demo, da gibt es kein Selbstgespräch, wenn rauskommt, bei die Donis, die es nicht mindestens dreimal hintereinander anhören. Und die Bücher, ich höre dann immer wieder dasselbe, die blättern die alten Bücher zurück, ist ja so viel, du kannst zeitlich das sowieso nicht im normalen Maß schaffen. Und du musst jetzt schauen, wo du resonierst, und mir geht es überhaupt nicht um Wissen. Die Fähigkeit einfach, sich bewusst zu machen, der Schlüssel ist, was ist jetzt da. Es gibt kein Vorher und kein Nachher, was ich denke, denke ich jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Und der Bruch des ersten und zweiten Gebotes, um das biblisch zu nennen. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das alles geistlose Schwätzer sind. Weil sie nämlich sagen, die göttlichen Weisheiten oder die Metaphysiker, die inspirierten, das sind ja nur religiöse Idioten. Das gilt für alle gläubigen Menschen, religiösen Menschen im weltlichen Sinne. Es ist ein dogmatischer Wahn zu glauben, das, was dir logisch erscheint, ist richtig. Mein Standardbeispiel, hat man dir, Schwamminhalt, den Koran eingehämmert, dann wurde, ist zwar Jesus der höchste Heilige im Koran übrigens, wissen viele nicht, aber er wurde nicht gekreuzigt und im Neuen Testament bei den Christen wurde er gekreuzigt. Und jeder meint, es ist richtig. Wie willst du das überprüfen? Wie willst du das überprüfen? Ich habe einen Pfarrer bei mir mal vor vielen Jahren im Laden gehabt. Und dann hat er mir alles erzählt, was Jesus erzählt hat. Und dann hat er gesagt, Moment mal, mir ist das alles zu, ich habe mich nicht so mit Religionen beschäftigt. Aber sag mir mal bitte, was du dir gestern um 3 Uhr gedacht hast. Dann schaut er mir an und sagt, das weiß ich nicht mehr. Soll das sehr interessant, du weißt nicht mehr, was du dir gestern um 3 Uhr gedacht hast, aber du glaubst hundertprozentig sicher zu wissen, was ich vor 2000 Jahren gesagt habe. Das ist, da merkst du die Krankheit der Dogmatik und die Euphorie ist halt, man ist, du weißt ja, ich gerade immer mit das Verstehen, mein blindes Arschloch, ich hab's gerade gesagt, wie du oben warst. Wenn du Selbstgespräche hörst, hörst du mindestens 50, 100 Mal,
jeder Beobachter, der was beobachtet und damit nicht einverstanden ist, egal um was es geht, ist ein blindes Arschloch. Und jetzt haben wir Beobachter, sage ich, die erste Stufe ist die Person. Eine Person, eine Maske sieht sowieso nichts. Aber wir sagen mal, normale Menschen glauben, ich bin dieser Körper, die Person, und ich sehe. Das ist der normale Mensch, als wenn eine Person eine Maske übersehen könnte. Die zweite Stufe ist das große blaue Ich, das ist der Mensch, das ist ein Programm. Ein Programm sieht auch nichts. Das Programm steuert dann die Maske, die Filter. Okay, das ist die zweite Stufe. Dann schaust du mal, mache ich immer in Selbstgesprächen, machen, wenn ich, Mensch, mich als Person beobachte, was ich alles sehe und wie ich urteile, als wenn eine Maske, das ist schon mal der Fehler. Interessant wird, wer denkt sich den Menschen aus und aufgrund des Menschen, was du die Person und die Person aufgrund der Filter siehst du was und filterst, wenn es zurückkommt. Dass wenn du die Stufe hast, dass du jetzt da diesen dritten Stund, die Synthese, das rote Ich, was ich das nenne, dass du anfängst, dein Programm zu beobachten, wie dein Programm dich zwingt, mit vielen Sachen nicht einverstanden zu sein, aber immer wieder dieselben Reaktionsschleifen zu machen. Dann kommt das ganz Eigenartige, hast du mit Holofeeling, weil die kein Holofeeling haben, wissen das nicht. Die wissen nichts von einem roten Ich. Das sind vier Ichs, die jetzt alle vier ausgedacht sind, zwei rote und zwei blaue. Das ist einmal, wenn ich Ich sage, meine ich das hier, den Körper, meine ich mich als Mensch, dann sind schon mal die ganzen Mediziner weg, weil die keinen Unterschied wissen. Die machen keinen Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper. Der Körper ist der Mensch, weil sie da nichts wissen. Ein Mensch ist ein ganzes Leben. Die Sätze sind wichtig. Ja. Immer und immer wieder. Und solange du meinst, du könntest einen Körper am Leben erhalten, so jetzt erinnere dich einmal, wie man dir das erste Mal deinen Sohn in den Arm gelegt hat. Maske auf. Den größeren. Okay, kannst du jetzt zurückblättern? Was ist von dem noch über, außer der Gedanke, wenn du ihn dran denkst? Es ist das Geistloseste überhaupt, zu glauben, einen Gedanken, eine Existenz am Leben erhalten zu können. Jeder Gedanke, der neue zerstört den bestehenden Gedanken. Es gibt einen konstanten Parameter dabei. Das ist der, der es erlebt. Tatmamasi, das bist du. Die steht in Büchern drin, bloß keiner. Die ganzen ESO, ob ich jetzt hier, was weiß ich, hier, wie heißen sie alle, in Depperwein nehmen oder in Dolle nehmen, das sind super schöne Sachen. Stimmt alles, nicke ich alles ab. Das Hauptproblem ist, dass das, was wirklich wichtig ist, die gar nicht ansprechen. Es bleibt immer seichte Esoterik, weil diese Brutalität, die du mit Holofeeling das hingefahren bekommst, dass da außen nichts gibt, außer das, was du dir ausdenkst, und das ist nicht da außen. Ja. Es zerstört komplett ein Weltbild, und das ist die Grundvoraussetzung. Ich nehme dir das Haar weg, dass ich dir dafür Wort gebe, für den Buchstaben. Ja. Aber das mache ich nicht, ich zwinge dich nicht. Ich habe dir die Freiheit gegeben, dass du das selber entscheiden darfst, Ruth. Aber du wirst merken, jetzt wenn wir trockene Esoterik machen, wenn wir hier sprechen, ist es gut, bis das Leben dich wieder trifft. Ja, ja. Könnt ihr so viel Beispiele? Ich habe keine Angst mehr vom Sterben, bis dann eine Kleinigkeit kommt und dann rennst du. Wenn es hart auf hart kommt, wirst du merken, wenn du geprüft und du wirst geprüft, das verspreche ich dir. Das ist 100%. Ne? Ja. Wir wissen das, Kambo. Das ist 100%. Und wenn das wirklich 100%. Und wenn ich nicht selber in mich neiprügel, dann machst du das. Also ich mach's, wenn das überprüft ist. Und die Typen mit Holofeeling, ich sage immer die 100 Affen, da gibt es keine Kassette, wo man eintreten kann. Das ist jetzt nicht einmal eine Gruppe, wir treffen uns manchmal. Die haben alle eins gemeinsam. Die haben das gelesen. Wie Kambo-Geschichte, jeder hat seine eigene Geschichte. Das sind übrigens ganze Sachen, das sind von absoluten Losern, ne? Absolut. Bis hier hochstudierte Professoren. Und, aber es sind wenige, die das akzeptieren. Und ich sage dann immer zu allen, haltet den Mund. Ja. Es ist ein intimes Spiel, das spielst du mit dir. Versuch keinen zu missionieren. Du musst Gedanken, wenn du einen Gedanken anders haben willst, denke ich dir doch ganz einfach anders. Du wirst aber nicht glauben, dass dein Mann oder was auch immer einen Einfluss darauf hat, dass du ihn so träumst. Meinst du hast als träumender Geist, der jetzt auch noch was ausgedacht ist, ist ein Einfluss drauf? Die alten Selbstgespräche, Pinsel malt ein Bild, Ruhe. Das Bild ist so, wie es der Pinsel malt. Und ich sage, dasselbe ist ein träumender Geist. Was du träumst, ist so, wie du träumst. Also vergiss alles, was in Erscheinung tritt, das ist ein Daseinmüssen. Jeder, der Udo, die Ruth, jeder Einzelne, ein Ugur, egal was, es ist ein Daseinmüssen in einem ständigen Wechsel im Kopf von einem träumenden Geist. Der Pinsel, der malt, kann sich aber nicht raussuchen, was er malt. Und der träumende Geist, den wir uns jetzt ausdenken, wie den Pinsel, den Einfallspinsel, der kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Das ist ein simples, kindgerechtes Beispiel. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ich sage mir, lass das parallel laufen, wer bestimmt, was der Pinsel malt? Beim Pinsel nennen wir das den Maler. Jetzt kann man wirklich Holofeeling, wenn man was M-A-L heißt von Gott, absolut, wenn ich jetzt Mem
Alef Lamed hinschreibe und ich zeige das an Juden, dann sagt er, das heißt von Gott. Unter anderem, auch vom Nichts. Gehen wir noch drauf ein. Und er heißt erweckt. Jetzt weißt du, wer der Maler ist. Weil er bescheidener, das bin ich. Ja. Natürlich nicht der Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Auch nicht der Geistesfunk, der sich jetzt den Udo ausdenkt, weil das alles ausgedachte Sachen sind. Sondern der sich jetzt an Geistesfunk ausdenkt, der sich den Udo ausdenkt. Ja. Natürlich sind ja noch Personen dazwischen und so weiter und so weiter. Es ist eine ganz andere Richtung. Und es bleibt was Intimes. Darum sage ich, ich erzähle es nur den, der mich jetzt zum Beispiel ausdenkt. Das wird immer wieder vergessen. Und du kannst auf der unteren Ebene, auf der blauen Ebene, ist für mich vollkommen sekundär. Mir gehen alle Menschen da im Arsch vorbei. Das ist eine einseitige Aussage. Und dann merkst du wieder, Udo, wenn man mich lange genug kennt, wie ich mir den Arsch aufreiße. Aber ich sage immer wieder, ich erkläre, das ist nicht mein Stefan. Ein Wurzelsepp. Das sind immer wieder das erste Mal. Der hat die Chance gehabt, wie du das erste Mal hier in Fiegenstahl aufgetaucht bist, ganz die Helga nur gefahren hast als Chauffeur. Hast ja auch deine Einstellung gehabt von der Weg. Eben wieder sprichst du an und jetzt kommt was, dass diese Leute sofort ansprechen, die sagen, das ist anders. Ja, und wenn du die Reife hast, dann wirst du merken, wenn ich immer meinen Professor Rainer nehme, Gott hab ihn selig, die sind alle schon gestorben, habe ich heimgeholt, dass der hier als Professor, der dann gesagt, Udo, das flasht dann komplett weg, das stellt alles auf den Kopf, man muss zuhören. Und da gibt's nichts zu diskutieren, weil was ich dir erzähle, ist nicht eine Frage von irgendeinem blinden Glauben, weil es dir logisch erscheint. Das sind kindgerechte Beispiele. Du musst nur die Gedanken mitgehen. Und was jetzt wichtig ist, dass du begreifst, dass ich dir gar nichts wegnehme. Ich lasse alles, was du weißt, ist wichtig. Mein Kabelsteckerbeispiel. Diese Definitionen von richtig, verkehrt, von besser, von schlechter gibt's bei mir nicht. Es ist einfach nur, und ich kann jetzt schauen, wie ich das mit meiner Logik definiere. Und gerade jetzt den Kabelstecker, wenn ich sage, das Auto als Fortbewegungsmittel, gut, das ist einmal ein komplexer Chat. Und da gibt es systemrelevante Parameter. Ich sage mal rein, die sind nötig, dass das Fortbewegungsmittel funktioniert. Und wenn ich dich jetzt ein Auto hinstelle, ich gebe den Schlüssel und du setzt dich rein und du drehst den Schlüssel rum. Und es passiert nichts. Es ist gleichgültig, ob ich jetzt, wenn wir die Motor aufmachen, den ganzen Motor rausgebaut habe und ich ziehe nur einen kleinen Stecker ab. Es läuft nochmal. Das heißt, der Kabelstecker, wenn Stromzuführung zur Zündung, der muss nicht einmal aus dem Auto raus tun, ich muss ihn nur da ein bisschen wegschieben, wo er hingehört. Zerstör das ganze System. Und du wirst irgendwann nochmal begreifen, du bist der Kabelstecker für die ganze Welt, die du dir ausdenkst, für die Politiker, du bist für alles verantwortlich. Und nicht verantwortlich gleichzeitig, weil du zurzeit in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt bist, dass du dir den Traum nicht rausholen kannst. Die erste Erkenntnis ist, für sich zu akzeptieren, dass man Tieren, dass man absolut nicht die geringste Freiheit hat, als träumender Geist bestimmen zu dürfen, was man träumt. Das ist dein Jetztzustand. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass du dir raussuchen konntest, was du hier heute herfährst. Keine Chance, glaub es mir. Und du wirst merken, Ruth, und du wirst irgendwann merken, wenn du den Udo mehr kennenlernst, jetzt Udo als Figur in deinem Traum, der sich in dein Leben überhaupt nicht einmischt. All die Hasen, die in Udo 30 Jahren kennen, haben wir gerade, wie du nach oben warst, sag ich, frag einen einzigen, was der Udo, was habe ich zu ihm gesagt, was sollst du an mir verändern? Die sagen nichts. Ja. Der hat überhaupt nichts gewollt. Der will weder Geld noch will, dass ich irgendwas anders mache. Weil mich das Ding, was du zu sein glaubst, eigentlich gar nicht interessiert. Stimmt, ne? Auch ihn, schau, mit Heiko, mit seiner Internetseite. Wir haben ihn auch hier, der war 10 Jahre, die haben die Seiten, weil der mich gar nicht kannte. Der hat mich 10 Jahre, nachdem er fast 10 Jahre, wie lange hast du die Seite vorher gemacht? Auch Neugier. Du liest es, Campo kommt, Weißenburg ist das erste Mal, sagt, ich habe das zufällig ein Video angeklickt und dann habe ich ein bisschen reingehört. Boah, das ist es. 5 Minuten. 5 Minuten, das ist es. Dann haben mich deine Bekannten, die lesen 2 Zeilen, das drucke ich nicht, das ist dort jetzt. Ja. Verschiedene Wertesysteme. Ja. Und die sagen, das ist anders. Ja. Ganz eine Palette von ganz einfachen, von Hartz-IV-Lern bis hoch zu hochdotierten bis Multimillionären. Die, wie Maus immer gesagt hat, und kennen Stinke, ich weiß, in all meiner Vorträge, wenn ich mal alle schon heimgeholt, mein Christian Schneider, 80er Privatjet, der wollte mich dann nach Almener, weil der mit dem Flieger, wollte mich mit dem Privatjet nehmen. Man so, ja, der Meister kommt jetzt mit dem Privatjet. Bin ich der Backmann oder was? Bin ich der Backmann? Nein, ich fahre hier mit meinem alten Auto hoch. Das macht einen guten Eindruck. Das sind andere Welten. Ja.
Es ist das Wunder, weil es macht einen fassungslos. Unser Beispiel, unser Ritter jetzt. Das, Alter, wie lange machst du auch schon? Seit 23 Jahren. 23 Jahre. Immer auftaucht, dann über 15 Jahren habe ich von ihr gar nichts gehört. Weißt du was, ich muss es alleine machen. Und jetzt sagt ich kann die Welt umarmen, das ist die so wach. Das ist ganz unscheinbar, das wach, die jetzt, das ist einfach alles da. Das ist frei. Das oberflächlich siehst du aber keinen Unterschied. Ja, und die werden nie sich über andere erheben oder besser machen. Unscheinbar. Was unsere Gespräche hier wie mit dem Fahrradladen waren. Er bringt das Fahrrad zum Reparieren, ich war dabei, und dann hat er noch Zug gehabt. Holger, kannst die Geschichte erzählen? Dann wartet auch eine, dass sie über Mittag, dass die aufmacht. Und dann habe ich so einfach so ein loses Gespräch angefangen. Und dann hat sich herausgestellt, dass die sehr christlich ist. Ne? Oh. Holger, erzähl das einmal schnell. Udo, ich muss lang, ich muss jetzt kommen. Was denn mal? Schon wieder? Nein, ist nicht wichtig. Na, mach mal wie schon. Nein, doch, ich versuch's mal. Aber gib mir auch eine Chance. Sie ist dann aufmerksam geworden. Ja, siehst du, die Stelle fehlt mir jetzt gerade. Nee, Udo. Nein, lass mal. Dann ist nicht wichtig. Das sind so, du kannst immer ganz normal reden, aber die Menschen sind so, jeder Mensch ist nur Programm. Das ist, was ich Geistesfunk nenne, ist ja nur ein Geist. Das ist das Eigenartige, das ist auch. Der Abschlusssatz war dann, wir sind dann mit dem Auto dann weggefahren und dann sagt Udo so zu mir, wenn die wüsste, mit wem sie gerade gesprochen hat. Das ist wie mit dem Pfarrer, die mir immer erklären, was der Jesus gesagt hat. Und das ist, du musst die Metaphorik, das sagt über alle Religionen, ist religionsübergreifend, da kann es immer der gleiche. Aber die Wurzel für alles, was du dir ausdenkst, bist du selbst. Und mit der Logik, die Logik, Ruth ist ein Gefängnis. Deine eigene Logik ist, ja. Du bist ein Zug, der auf Gleisen steht. Und solange du auf Schienen fährst, gibt es kein vor dir und kein hinter dir. Du bist kurzsichtig, meine ich jetzt negativ. Und du kannst nur rechts rausschauen oder links rausschauen. Übrigens, Holger, für uns schön treffen. Suff, Rolls-Royce hat einen Suff rausgebracht, ganz neu, gestern in Grip, zufällig reingezappt und jetzt pass auf, gestern, du warst unseren Malmi, wenn der fährt, wie immer begeistert ist mit IBS und gestern war was ganz was Neues, der sitzt in dem Auto, 435.000 Euro, wie? 435.000 Euro, ja, Rolls-Royce SUV. Der fährt ein Rolls-Royce SUV, der erste, der durften fahren, aber nicht ins Gelände, er musste unterschreiben, weil, und er sitzt in dem Auto und das erste ist schon der Ton, wenn er spricht, ist komplett anders wie in allen Autos. Normal hört man ja gar nicht, wenn er, was schon, wenn die laut sind. Erinnert dich, am schlimmsten war es mit 1 Kilo pro PS. Ja, ja. Der war am Tasten fast gar 19. nicht verstanden. Er fährt in den Suff. Er fährt. Es ist wie, als wenn es in ein Top-Ton-Studio aufgenommen wird. Und er sagt, Leute, er war so weg. Einmal ganz anders. Normal ist, oh, wenn er immer verzieht, weil die so viel PS haben. Und er sitzt in dem Suff drin und es war dieses Mal ganz anders. Dann wird der Tacho eingeblendet. Und er sagt, Leute, ich sage euch, sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Wenn ich jetzt die Augen zumache, sagt er, ich werde schwören, das Auto steht. Ich werde schwören, das Auto steht. Ich werde hundertprozentig schwören, dass der Motor nicht läuft. Und dann mache ich die Augen auf und ich schaue auf den Tacho. Und es, er sagt dann fast wirklich, es ist wie in einer Simulation, als ob die Windschutzscheiben, als wenn was läuft, ein Film läuft, aber ich merke nicht, dass er mich bewegt. Ich habe kein Windgeräusch, es ist nichts. Es ist ein stehendes Auto. Sagt er, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, er ist absolut tot. Er ist komplett tot. Kein Motorgeräusch, kein Motorgefühl, kein Fahrgefühl, normal auf der Landstraße dahin bleiben. Bei 100, es ist komplett, wenn ich die Augen zumache, versorge ich sie, ich sitze in einem stehenden Auto. Das war mal eine andere Begeisterung. Verstehst du? Genau das Gegenteil, eine komplett andere Begeisterung. Wollt ihr dann noch sagen? So. Ja, guck ich mir an.